Ja, die ist nicht gelevelt, ne? Das ist natürlich dämlich. Haben wir noch. Ach, die anderen kann man alle nicht produzieren. Was brauche ich denn dafür? Hab ich nicht. Wie kann denn das sein? Egal, dann müsste halt ein normales Maschinengewehr bekommen. Da wird es natürlich erstmal brauchen, um die Gegner zu plätten, aber scheiß drauf. Geht dann ja anders. Dann geben wir doch. Jetzt halt aber die Klappe. Ja, kriegst du. So, dann können wir das jetzt hier drauf drehen. Dann müssen wir auf Absetzen gehen. Die passt. So, und jetzt müssen wir natürlich auch noch Munition geben, ne? Ist klar. Was kriegt denn die für Munition? Ich glaube die hier, ne? Ne, das ist Pistolenmunition, leichte Patronen. Wir brauchen ja die hier. Gut, dann lassen wir die mal absetzen. Wir machen mal 1000. Dass die auf jeden Fall genug Mumpeln hat. Absetzen. Scheinen die falschen zu sein, wie es aussieht. Ach, die braucht leichte. Alles klar. Okay, dann nehmen wir gut, dann kriegt sie halt die. Davon haben wir eh so viele. Machen wir, geben wir der 1500 so um die Drehe. So, absetzen. Munition ist immer hilfreich. So, jetzt tun wir mal die drei. Müssen wir erstmal ein paar Munition hier bitte produzieren, dass wir das im Voraus haben. So, jetzt haben wir die hier positioniert. Hier einen Scharfschützen einzusetzen wäre Quatsch. Deswegen gehe ich mal auf die andere Seite, weil wenn sie vom Süden herkommen, vom Westen herkommen, dann können wir die notfalls hier einsetzen. Dann müssen wir aber wieder so einen Teil bauen. Warum habe ich das jetzt gebaut? Das ist ein Trottel. Ich muss das Ding wieder abreißen. Nein! Nein! Alter! Du spinnst wo? Das ist natürlich die Falle jetzt unten drunter auch gleich weg. Ah, ich bin so intelligent heute wieder. Jetzt habe ich bestimmt keinen Stein mehr, werde ich mit dir. Das reicht nicht mehr für die Decke. Nee, wir haben Glück gehabt. So, jetzt können wir hier einen Scharfschützen einstellen. Das machen wir auch. Können doch. Mit einem Scharfschützengewehr wäre ich ein Held. Ja, denke ich nicht, aber das ist eine andere Sache. So, Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Hier haben wir eins, hier haben wir auch eins. Was geben wir denn hier für eins? Ich könnte ein Scharfschützengewehr gebrauchen. Ja, interessant. Oh, ist das. Warum können die eigentlich. Warum gehen die eigentlich immer so rein auf den Sack? Kann man das mir dann erklären? So, jetzt geht man dir das. Absetzen. Bereit zum Kampf. So, was braucht die im Moment? Die braucht die großen Mumpeln. Ne? Plus gut, dass wir jetzt gerade welche produziert haben. Da geht man der 1000. Absetzen. Munition. Danke. Bitte, bitte. Sichern und laden. So. Wir produzieren erstmal noch Munition nach. Viel haben wir ja auch nicht mehr. Wir müssen aber einen Haufen Munition machen, weil das ist notwendig. Mal gucken wir mal ins Inventar, wie viele Schrauben wir haben. Na, wir haben noch ein paar, aber wir haben einen Haufen Planken. Was wir für die brauchen, keine Ahnung. Irgendwo müssen wir das Inventar sowieso aussortieren. So, die ist hier. Hier würde ich dann eher scharf Pistolenschützen oder sowas einsetzen. Oder auch ein P. Scrollen wir mal runter, brauchen wir noch so eins. Zack. Und wir setzen mal hier ein. Wir haben ja noch einen Pistolenschützen und einen. Ach, das setzen wir hier unten nochmal ein. Ein Sturmgewehr wäre äußerst hilfreich. Geht die mir schon wieder, sag mit dem Sturmgewehr. So, zack. So, absetzen. Munition. Danke für die Waffe, Kommandant. Absetzen. Kriegt auch 1500 Schuss. Absetzen. So, bitteschön. Ich werde diese Kugel nicht vergeuden. Müssen wir natürlich Munition für die Pistole herstellen, weil das ist mit einer der stärksten Waffen, die wir haben.
Und ihr könnt maximal 10 in Auftrag geben, produktionsmäßig, ne? Das können wir hier sehen, ne? Ihr könnt das hier herstellen zum Beispiel, ne? Und wenn ihr Munition herstellen wollt, ist es dasselbe. Ihr könnt maximal 10 in eine Auftragsschlange geben, dann ist Schluss. So, wir gucken uns das jetzt ganz mal von außen an, wie wir unsere Festung so schön finden. Hol die Munition! Und dann sollten wir langsam mal die Base-Verteidigung einfangen. Sieht jetzt schon aus wie ein Stachelschwein. Ja, sieht doch gar nicht mal so dumm aus, ne? Vielleicht könnten wir die Zwischenblätter da lassen und könnten das dann. Aber ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Bisschen komisch, aber geil. Und dann können wir da noch einen Turm hinmachen. Oder da noch einen Turm hinmachen. Und dann hinten können wir das verbinden. Und von dort aus könnten wir dann auch irgendwann darüber. Ja, das. Ja. Mal schauen, ne? Also. Haben wir noch einiges vor uns, was wir hier zu tun haben. Also ich. Guck mal, eine Kiste! Wisst ihr, das haben wir nicht damit. Guckt auf eure Karte, es gibt immer wieder mal eine Kiste versteckt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier eine Kiste ist, aber okay. Gut. Was wir auf jeden Fall noch bauen sollten, ist ein Heilpad. Zur Sicherheit. Hopp. Aber wohin damit? Ach, hier wollten wir ja eine Falle draufsetzen, genau. Hier wollten wir noch eine Falle draufsetzen, und zwar eine Falle, dass sie in die Luft fliegen. Haben wir die irgendwo? Wo haben wir die? Die haben wir doch hier irgendwo drinnen gehabt. Genau, hier. Dass wenn sie hier hochlaufen, erstmal piu! Schnapp sie dir! So. Dann fliegen die da auf jeden Fall auf die Schnauze, wenn sie hier hoch wollen. So, hier müssen wir natürlich noch ein bisschen ausbauen und hier müssen wir natürlich noch ein bisschen was verbessern. Ist klar. Oh, Granaten haben wir jetzt auch. Sehr schön. Cool. Durch den Aufstieg. Hier können wir dann eine Verbindung hinmachen und da hoch eine Verbindung machen. Also ich möchte gerne, dass die Base halt mit allen Positionen verbunden ist. Ja, dafür braucht man sehr viel Material. Aber das kriegt man hin, denke ich. Und was ich vorher machen sollte... Ah, nee, kann ich nicht machen, weil meine Waffen sind schon halb beschädigt. Nur aufpassen, dass sie nie kaputt gehen während der Verteidigung jetzt. Gut. Warum zeigt es mir eigentlich diese gelben Türme an? Muss ich die jetzt schon aufbauen oder was? Upgrade installiert. Nö. Fällt auch aus. Gut. Ach ja, Heilpad. Ich hätte vergessen, das Heilpad. Das könnte man hier reinsetzen oder hier rein. Ich weiß es nicht so richtig. Hier ist kein Platz dafür. Aber ich sollte auf jeden Fall ein Heilbett machen in der Nähe. Dass wenn ich schweren Schaden bekommen habe, dass ich mich irgendwo noch zurückziehen kann. Ich könnte mal Urlaub gebrauchen. Ach, halt die Klappe. Urlaub gibt's, wenn du gearbeitet hast. Vielleicht hier ein Heilbett rein? Nee. Das wird zu offensichtlich. Aber hier könnte man ein Heilpad machen. Genau dahinter. Das machen wir auch. Ein Heilpad. Heilpad. So, Heilpad. Wo bist du? Können wir nicht herstellen? Ernsthaft? Warum nicht? Oh, wir haben keine Fasern. Na gut, dann halt nicht. So. Blöde Sau. Close. Zack. So. Können wir es jetzt aktivieren? Können wir nicht, sehr gut. Gut, dann müssen wir da hinten halt dieses Ding. Wir haben null Material, um das Ding zu fertigen, also zu bauen. Na toll. Also müssen wir jetzt hier vorne stehen bleiben und das verteidigen, weil wenn es kaputt geht, ist von Deutsch gesagt. Ich hab null Steine dafür. Um das zu verteidigen, also um da was drum rum zu zwirbeln. Von daher, ja, müssen wir da vorne stehen bleiben. Ich hoffe, die kommen nicht alle vom Süden. Also, los geht's. Denke ich. Ich trau mich nicht. Wisst ihr was? Das ist in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Ciao, ciao.